Uje Gaming! Willkommen zurück bei Crash Bandicoot. Ich sag das nicht. Insane Triology! Er kann's auch immer noch nicht. Es ist ein Trio. Ja. Nee, es ist ein Try. Das ist wie. Try and Error? Triforce von Zelda. Try and Error. Wie auch immer. Wir probieren's, wie in der letzten Folge angekündigt, mit dem Boss Ripperoo. Am Steuer ist unser guter CJ. CJ der mit dem frisch gebackene Doktor. Yeah! Der Sozial. Ach Quatsch. Ist doch alles, dass ich Chemiker bin. Hat sich nichts geändert. Bleibt immer noch Olli, egal ob ich den Doktortitel habe oder nicht. Er bleibt halt auch einfach Doktor Olli. Ja, Olli. Hey! Ah! Dinge, die man knapp machen kann. Auf Plattformen springen. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie Dinge, die man schlagen kann. Nein, wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie Dinge, die man knapp machen kann. Crash Bandicoot. Von Plattformen springen. Richtig! Aber jetzt mal wieder ernst werden. 100 Leute haben wir gefragt. Dinge, die man schlagen kann. Kinder! Ja. Nennen Sie ein Jetzt! Ja! Nennen Sie ein schwarz-gelbes Insekt. Giraffe! die Nein! Das war gut. Hast du Konnektivitätsprobleme? Ja, weil du mit deinem dicken Hintern auf meinem Kopfhörer sitzt. So viel ist der gar nicht mehr. Das eine. Kann das sein, dass er nur, dass er jetzt nur ausgerungen gerade springt? Auf die vier? Das kann sein, ja. Das könntest du ausnutzen, wenn du dieses Bildnis bemerkt hast. Dann nehme ich das mal als gegeben hin und nutze es aus, dass er jetzt knapp an seinem Tod vorbeispringt. Ah, das war zu früh. Das auch. Das ist dumm! Ach komm, einen noch! Wenn dir eine. Dieser Moment, wenn dir eine Holzmaske das Leben rettet. Ist mir noch nie passiert. Ja! Yeah! Bonga Bonga! Nee, das war was anderes, lieber CJ. Aber wo wir gerade dabei sind, wir haben den zweiten Boss besiegt. Yeah! Ich muss zugeben, dafür gäbe es genau jetzt ein Achievement. Aber. Ich habe ja ein bisschen getestet gut. Und genau bis hierhin bin ich gekommen. Die so, Zuschauer werden es ja nicht gucken, um Achievements zu sehen, sondern einfach, weil sie uns so gerne spielen. Also ich schaue da schon, um Achievements zu sehen. Ich bin auch ein Sonderfall, ich weiß. Ja, du bist was ganz Besonderes. Ja, und jetzt kannst du mal in die verlorene Stadt gehen. Ich gehe jetzt in die verlorene Stadt. Ah, hier kann man übrigens grüne Rubine oder Diamanten sammeln, anstatt klare. Das ist natürlich, wie es aussieht. Das ist geil. Aber dazu kommen wir in Folge 120. Wie jetzt? So lange ihr werdet euch dran erinnern. Schreib's mal auf, sonst vergessen wir das. Von Folge 80 bis 119 failen wir nämlich die ganze Zeit. Genau da habe ich aufgehört und ich weiß auch warum. Ich will da rüber. Ist das wieder so ein 2,5D-Ding? Spiel mal. Okay. Donkey. Oh, das wird doch einen Grund haben, warum man hier so viele Leben geschenkt kriegt, oder? Würde dir raten, ein wenig Nostalgie walten zu lassen. Nö. Und da würde ich nicht drauf stehen bleiben. Ja, das dachte ich mir schon, weil es zuckt. Man kann übrigens auch vorne runterfallen. Falls jemand von euch dieses Spiel noch spielen wollte, tut's nicht. Also nur, wenn ich sage, man könnte ein wenig Nostalgie walten lassen. Der Blackmail scheut da nicht auf mich. Vielleicht solltet ihr auch nicht. Jetzt weiß ja auch niemand, warum er das sagt. Nee. Natürlich nicht. Oh. Fiesta Mexicana.
Sieger! Adio. Jetzt hören wir aber auf damit. Adio, Mexiko. Das ist auch verrückt, ne? Wenn man so denkt, oh, jetzt hören wir aber auch damit. Und im nächsten Moment hat man den Ohrwurm. Ja. Ach, das runter. Oh. Bestimmt die Boss-Fledermaus, ne? Keine Ahnung. Wenn man die kaputt macht, dann kommen bestimmt keine neuen mehr. Wenn du beide kaputt machst, kommen keine neuen mehr, das ist richtig. Beide. Du hast aber die erste vergessen. Aber das ist jetzt auch egal, da bist du durch. Der Captain's Punkt. Yeah! Captain's Corner. Geht gerade nicht. Was hast du denn gemacht? Aber ohne Nostalgie bin ich nach oben gesprungen. Leute, irgendwann muss ich mal lachen. Einfach nur lachen. Weil ich so ein lustiger Typ bin. Nummer 1, ne? Nummer 1. Ah, jetzt verstehe ich das System. Oh, ein Apfel. Immer schön, wenn man probiert, nachdem man auf einer Plattform gelandet ist, ob man darauf ob man darauf stehen kann. Now it gets a little bit tricky. Meintest du das? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schon verstanden. Aha, jetzt hat er es begriffen. Mit Tempo geht alles besser. Turbo. Oh, nur noch 3 Äpfel bis zum Leben. Yeah, der ist drauf. Ich mag ihn, den Black Mage. Ich finde Spiele komisch, in denen man sich nicht ducken kann. In der Tat. Also, ja, in dem Fall hat es mich gerade gestört. Nee! Entschuldigung für jetzt den lauten Ausbruch. Jetzt mag ich ihn nicht mehr. Oh, immerhin hat er mich kurz gemocht. Es hat mich jemand gemocht. Wäre doch nur kurz. Juhu! Ich like ihn mal Facebook. Hat er schon. Echt? Ja, meine Black Mage Pro Gamer Fanseite. Du meinst eine Blacklist. Das ist ein Unterschied. Ja, ja, stimmt, du bist auf meiner Blacklist bei Facebook. Jetzt erinnere ich mich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich komme in der Situation noch durch und manchmal nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte ihm irgendwas antun, was ich nicht sagen darf. Und manchmal nicht. Und manchmal noch mehr. Was ist denn das für ein Schatten eigentlich? Da ist doch bestimmt ein Schatten da. Ich dachte, ich stand weiter links. Schatten ich deiner selbst. Ich probiere nicht, den Schatten zu holen. Och, Mann. Oh, wenn ihr übrigens denkt, ich sterbe hier auf, dann habt ihr mich noch nie Donkey Kong spielen sollen. Ich befürchte, das werden sie dich auch nicht. Nee, es wird ja angekündigt, kein neues Donkey Kong rauskommen. Erstmal. Es gibt ja eins von den alten Spielen. Wenn der Super Nintendo Mini rauskommt. Nein. Machen wir nicht. Geschlossen hiermit und überall. Und offiziell. Ja. Als wir das letzte Mal irgendein so ein altes Donkey Kong gespielt haben, ich habe mehr gekillt als überhaupt ever.
Noch mehr. Ja. Hallo? Du hast gerade deine Onga Bonga. Hast du gerade. Onga Bonga habe ich gerade weg. Das ist Onga Bonga. Mach doch keinen Scheiß da! So viel zur Nostalgie, ne? Dann will man sich ducken und dann läuft man einfach unten runter. Ich schlag dir gleich deine Beine ab, dann läufst du nur noch geduckt rum. Party. Party. Gleich kommt die Pizzalieferung. Jetzt gib mal Gas. Wir müssen früh fertig werden. Finde ich aber auch nervig, dieses Level. Der Captain! Der Checkpoint Charlie. Oha! Was? Ich hab den doch weggebrezelt! Null Leben. Spring, du Hexe. Ja? Das wolltest du nicht sagen. Ich hab. Dann musst du ihn zweimal treffen? Oh, läuft. Ja, wenn ich eins kann, ne? Dann? Das ist keine Crash Bandicoot Spiele. Du wolltest das spielen. Ja. Und du hast es gekauft. Ich kann das auch. Wir sehen uns im Best-of wieder. Nur so viel dazu. Oh ja, da werde ich einige Szenen haben. Und in den Fail-Videos, ne? Die separat erscheinen. Überall Feuer. Ein Leben. Genau, ein Leben. Da erzählt er mir vorhin, wie man vorsorglich über dieses Dreifachfeuer springen muss. Ja, erzählen ist immer leicht. Das ist dir doch keine Neuigkeit. Nee, das kann ich sogar richtig gut, siehst du. Irgendwie muss ich ja meinen Doktor gemacht haben. Und mit Aktivitäten war das bestimmt Angeber! Nicht. Angeber! Ein Doktor in Erzählen. Ich will da nicht hin. Nee, muss doch nicht. Muss nur zweimal treffen. Ich will da nicht hin. Einmal treffen. Ich habe ihn nicht mal einmal getroffen. Ich habe auch kein Leben mehr. Kann ich auch nicht einfach hier reinrennen? Oh, ich dachte gerade, er springt jetzt hier. Mach da auch. Das gibt's doch nicht. Der hat einfach nicht gebremst. Game Ogala, over. Wenn ich jetzt Level Neustart mache, starte ich dann an meinem Checkpoint? Nee. Das ist traurig. Ich mach's trotzdem. Aber ich gebe den Controller ab. Tut mir leid. Nein, aber ich meine, das Spiel hat echt seine Tücken, ne? Das darf man nicht unterschätzen. So sagt man so eine. Ich bin mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass ich damals nur den dritten Teil gespielt habe. Und ich habe jetzt so im Nachhinein das Gefühl, der war leichter. Ich habe dafür eine ganz einfache andere Erklärung. Und die Leute, wir sind älter. Ja, läuft! Habt ihr gesehen, ne? Du alter Bumser! Die Dame habe ich nicht gefunden. Du hast ein Näschen für sowas. Ah. Ja, mal ganz ehrlich, also wenn wir das mal nüchtern betrachten. Klappe. Niemand hat etwas gesagt. Ist ja auch so, dass wir jetzt nicht mehr 20 sind und deswegen. Ich schon. Natürlich. Und man auch schon merkt,
dass es vielleicht alles nicht mehr zu 190% schnell geht wie damals. Der eine oder andere würde jetzt auch behaupten, dass es eine faule Ausrede ist. Ne? Aber ein Fallout? Fallout-Rede, ja. Jetzt weiß ich endlich, wofür Fallout steht. Für faule Ausrede? Was faule denn, Ausrede. Für was denn sonst? Fallout-Rede heißt faule Ausrede. Schön weggerammeln. Aber wir sind ja keine 20 mehr, sowas dürfen wir ja nicht sagen. Nee. Ich sag dir, den musst du zweimal treffen. Warum? Oder gar nicht. Sprich doch über mich drüber. So! Zeig mal, was der kann. Oh. Das Schwere ist zu leicht, das Einfache, da habe ich Probleme mit. Ja, was meinst du, warum ich in dem Spiel so oft versage? Weil ich mit dem Einfachen Probleme habe. Klappe! Ist das herrlich. Einfach mal. Was ist denn das? Ich will's hier hoch. Ist doch schon wieder nicht. So. Ja, ja. Erzähl mal lieber was hier anstatt immer. Na, ja, ich würde gerne, aber. Du musst lachen, ne? Du gibst mir immer wieder Grund, nichts erzählen zu können. Jetzt aber! Ja, ich bin schon ein geiler Typ, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Du hast den Checkpoint erreicht. Sehr gut. Was? Oh, das ist so ein Ding da. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Ich würde fast sagen, er springt auch auf die Plattform. Aber weißt du? Soll mal rüberkommen. Dann zeige ich es ihm mal, wo es hingeht. Zeig ihm mal, wie man auf so eine Plattform springt, dem Lümmel. Das ist jetzt natürlich dumm. Das ist dumm. Läuft. Ja, dann musst du die zweite Fleder... Zweite Fledermäuschen nicht mal töten. Erkennst du das System? Ich auch nicht. Ich wollte gar nicht so weit laufen. Es gab auch gar kein System, oder? Also sie sind beide nicht gleich. Nein! Das war das schlechteste System. Ich wollte gerade sagen, das war das Beste, aber. Du lässt mich immer wieder eins bessere. So, da will ich hin, genau. Da will ich hin. Da wolltest du schon immer hin, dein ganzes Leben. Das wäre gut gewesen. Alter, leck mich doch. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Sauber! Sehr gut. Also manchmal muss man gucken und dann gehört auch noch ein bisschen Glück dazu. Ja. Laufen die wenigstens nicht Para? Also bis jetzt laufen sie zumindest nach einem System. Sehr schön. Komm, dreh dich mal um, spring mir mal auf den Kopf. Och nö. Ich dachte, der Checkpoint wäre danach. Das wäre ziemlich kacke gewesen. Ja, das. Okay, jetzt wird's unlustig.
Das klappt. Aber man erkennt ein System, wenn man länger stehen bleibt. Was der schlecht wird? Jetzt ziehen sich gleich alle zurück. Das klappt nicht. Doch. Einmal ziehen sich die beiden Rechten zurück. Jetzt ziehen sich alle zurück. Lauf. So. Dreh. Yeah. Scheiß auf die Fragezeichenkiste. Ich wollte gerade sagen, scheiß auf die Fragezeichenkiste. Das könnte kritisch werden. Aber das Spiel wird echt. Also, es hat eine steile Lernkurve, sagen wir mal so. Ich wollte gerade sagen, duck dich, aber dann wäre ich zum Beispiel gerade wieder unten runtergerannt. Einmal nur kurz die ganz linke Plattform berühren. Schön. Bams! Da ist ja noch eine! Sag das doch einer! Ja, es kam überraschend, weil die genauso aussah wie die andere. Ja! Meine Damen und Herren, Sie sind Zeuge der Kastrierung des CJs. Ist das unlustig? Jetzt. Unlustig. Meine Herren. Einfach mal voll in die Offensive gehen. Fünfmal ein Herzklabaster hier. Na, Buste. Das ist eine Buste. So. Sehr schön. Ich glaube, in der Einstellung ist es tatsächlich besser, mit dem Steuerkreuz zu spielen, damit man nicht aus Versehen nach oben lenkt. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Das ist doch nicht lustig. Ach, Leute. Warum kann ich den mit seinem Arsch nicht? Oh Gott, bitte nicht. Komm, ich muss das noch schaffen. So, jetzt alle anfeuern. Alle anfeuern. Jetzt. Ich war nicht bereit. Ja, aber ich war nicht bereit. Ich war noch beim Anfeuern. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich war noch beim Anfeuern. Jetzt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Pfeif mir gerade auf alle Finger. Das ist doch nicht lustig. Jetzt kommt mal ein bisschen sinnvolle Hilfestellung. Wie wär's denn damit? Vom dummen Kommentatorenpult. Jetzt. Das ist sinnvolle Hilfestellung. Das mache ich übrigens schon die ganze Zeit, weil es dir nicht aufgefallen ist. Nee. Ich sterb ja die ganze Zeit. Okay. Einfach rumsiegen. Weg, wenn er mit dem Rücken zu dir steht. So. Das wäre sinnvolle Hilfestellung. Sinnvolle Hilfestellung ist also mit dem Rücken wegrumsen. Okay. Ja, das habe ich schon so oft gesagt. Jetzt ruhig.
tippen. Ja, es ist, hier klappt das ja auch. Ui. Ja, hier jetzt wir nicht. Doch, auch hier. Einmal rechts und dann in die Mitte. Aber nur antippen. Alter! Die hektischen Reaktionen sind so geil. Ich weiß nicht, ob ihr die Knöpfe hören könnt, aber es ist ein Feuerwerk. Nein. Ist es nicht. Doch, es ist sehr unterhaltsam. So. Ich hau hier ab. Gut, dann beenden wir die Folge hier und die 100. Folge auch, weil CJ wird sich nicht mehr bewegen. Das hat er gut gemacht. Das Ziel und wir haben nur 69 Kisten verpasst. Halt deine Klappe. Einfach nur Klappe. Ich meine, ich freue mich auch jetzt schon auf das Niederschmettern von Crash. Ich auch. Alle 10 Kisten geht's, glaube ich, auch noch niedriger. Ja. Nee, ab 30 geht's nie mehr niedriger, da ist er nämlich kaputt. Aber wir haben es geschafft! Ich denke auch. Wir haben es geschafft! Es war trotz der 69 verpassten Kisten und trotz zahlreicher Fehlversuche eine gute Leistung. In unseren Augen, also für Ulje-Gaming-Verhältnisse. Oh, Alter, ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dass ich da gerade durchgekommen bin. Ja, und genau, also ich sehe es auch so. Und bevor wir die Temple Ruins anfangen, werden wir an dieser Stelle einen Cut machen. Euch viel Spaß beim Zuschauen wünschen, beziehungsweise gewünscht haben. Gewünscht haben zu haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn ich gefailt habe. Das wollte ich sagen. Ja. Vielleicht hattet ihr viel Spaß wegen uns, vielleicht wegen des Spiels, vielleicht wegen beidem. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.